Hallo liebe Schülerinnen und Schüler, heute geht es um die Pyramide. Natürlich verbindet jeder von uns die Pyramide mit den Ägyptern. Was kann man hier mathematisch bereits erkennen? Das Ganze ist wohl spitz zu laufen. Das heißt, wenn wir das Ganze mit dem Prisma vergleichen, haben wir zwar immer noch einen Raum, aber das Ganze leuchtet spitz zu. Beim Prisma ging ja alles senkrecht nach oben und oben haben wir die gleiche Grundfläche wie unten nochmal gehabt. Jetzt haben wir oben quasi keine Fläche mehr, sondern einen Punkt, auf den das Ganze zuläuft. Wir schauen uns das Ganze konkret mal an. Was bleibt, ist ja die Grundfläche. Also wir nehmen jetzt hier ein Beispiel, eine quadratische Grundfläche mit der Seitenlänge a und der Höhe h und einem ganz normalen Verzerrungsfaktor und einem Verzerrungswinkel. Es gibt natürlich bei Pyramiden auch ein Dreieck als Grundfläche, ein Fünfeck als Grundfläche, ein Rechteck als Grundfläche. Es gibt verschiedene mögliche Sachen. Das müssen wir hier unterscheiden, dass das dann vielleicht ein bisschen anders ausschaut. Das, was jetzt bei einer Pyramide im Vergleich zum Prisma dazukommt, denn das, was jetzt hier davor stand, ist ja eigentlich quasi nichts anderes als die Angaben, die wir auch bei einem Prisma haben. Nein, es kommt jetzt eine Spitze hinzu. Und zwar muss die eine Lage haben. Beim anderen hat es nämlich gereicht, wir sind einfach senkrecht nach oben. Hier müssen wir wissen, wo wir denn senkrecht nach oben gehen müssen, um diese Spitze zu erreichen. Die nennt man normalerweise S und in dem Fall liegt die Spitze über dem diagonalen Schnittpunkt. Die kann aber überall auch ganz woanders liegen. Wir machen das Ganze mal im Vergleich, also Prisma und Pyramide. Also hier haben wir beides mal die Grundseite gezeichnet, hier jetzt 5 cm. Dann werden wir beides mal versetzt das Ganze, die Grundfläche weiterzeichnen, also mit dem Verzerrungsfaktor und mit diesem Verzerrungswinkel. Und der einzige Unterschied, der kommt, ist jetzt. Also bis jetzt hatten wir nur die Grundfläche, die ist aber unverändert. Hier beim Prisma ist klar, wir gehen senkrecht nach oben und haben dann oben die gleiche Grundfläche nochmal, den Deckel sozusagen. Bei der Pyramide ist es etwas anders. Zuerst müssen wir herausfinden, wo liegt denn überhaupt die Spitze. In dem Fall über dem diagonalen Schnittpunkt, also müssen wir bei der Grundfläche erstmal den diagonalen Schnittpunkt finden. So, und von dort gehen wir senkrecht nach oben. Also hier. Das heißt, diese grün eingefärbte Strecke ist die einzige, die 4 cm hat. Hier müssen wir gleich unterscheiden. Diese Strecke AS zum Beispiel hat natürlich lange nicht die Länge 4 cm. Genauso die Strecke BS hat nicht 4 cm, sondern nur die Strecke, die quasi von dem Punkt, da wo der Punkt drüber liegt, nach oben zur Spitze geht. Also hier die Strecke MS könnte man sagen. Ihr wisst vielleicht noch aus der 9. Klasse, alle anderen Strecken können wir hier berechnen. Wir können nämlich lauter rechtwinklige Dreiecke hier reinlegen, von der Spitze runter zu irgendwas anderem und damit solche Seitenkanten wie hier zum Beispiel die Strecke BS berechnen oder aber auch die Höhe, die wir hier von in dem Dreieck ABS haben. Aber dazu in einem späteren Augenblick. So, beim Prisma wissen wir ja, das Volumen ist die Grundfläche mal die Höhe. Aber was passiert denn bei der Pyramide? Was haben wir denn da für eine Fläche oder für ein Volumen natürlich? Da hat dankenswerterweise sich der Sebastian Stoll damit befasst und hat uns ein kleines Video zur Verfügung gestellt. Ihr seht hier in diesem Video, also jetzt quasi hier, eine Pyramide und ein Prisma. Beides ist gleich hoch und hat die gleiche Grundfläche, in dem Fall eben auch eine quadratische Grundfläche, wenn ich das richtig sehe. Und er legt jetzt schon diese Pyramide in dieses Prisma hier rein. Man könnte hier schon Vermutungen anstellen, wie oft könnten wir so ein Prisma da reinsetzen. Aber um das genauer zu beleuchten, nehmen wir einfach das Volumen. Und Volumen ist ja nichts anderes als Wasser reinfüllen. Also wir machen quasi diese Pyramide voll, nicht ganz voll, weil man es natürlich sonst schwappt, und gießen das dann in das Prisma rein. Was wir dadurch herausfinden wollen ist, wie oft passt die Pyramide oder das Volumen einer Pyramide in das gleiche Prisma mit der gleichen Höhe bzw. mit der gleichen Grundfläche. Einmal hat es schon reingepasst, er gießt das Ganze jetzt ein zweites Mal voll. Also wieder reingeschüttet. Merkt man schon, zweimal passt es auf jeden Fall rein. Ja? Die Vermutung liegt nahe, es wird wohl ein drittes Mal hineinpassen. Also lassen wir ihn noch einmal gießen. Wie gesagt, ganz voll kann er es nicht machen, sonst verschüttet er alles. Es ist hier nur ein Versuch, mit dem wir ungefähr rankommen. Diese Pyramide hat er jetzt etwas voller gemacht. Und siehe da, die Pyramide ist fast voll. Jetzt könnte man sagen, es geht nicht ganz dreimal rein, aber wie ihr euch ja vielleicht erinnern könnt, waren die Pyramiden nicht exakt
vollgefüllt. Das heißt, das bisschen, was jetzt da in den Pyramiden gefehlt hat, das bisschen fehlt jetzt hier auch im Prisma. Und tatsächlich ist das eigentlich der Beweis. Wenn man das genau vollfüllen täte, würde man auch das Prisma genau vollkriegen. Wir müssten quasi einen Deckel drauf kriegen, das richtig gescheit eingießen und dann absolut voll machen und dann umgießen. Und dann würden wir tatsächlich exakt dreimal reinpassen. Das heißt, haben wir dieselbe Grundfläche und dieselbe Höhe, dann ist es egal, wo diese Spitze liegt, dann ist immer das Volumen der Pyramide ein Drittel vom Volumen des Prismas. Also ist die Formel ein Drittel mal Grundfläche mal Höhe. Und das ist tatsächlich immer die Formel fürs Volumen. Ist völlig egal, wo die Spitze liegt. Die muss hier, kann hier liegen, über C, kann über B liegen, kann über A liegen, kann sonst irgendwo liegen. Das Volumen ist immer diese Formel. Ja? Hergeleitet vom Prisma, weil wir wissen, dass die Pyramide dreimal in das Prisma reinpasst. Was wir dann noch sagen können oder Auskünfte machen können, ist eigentlich über die Mantelfläche. Bei dem Prisma war das recht einfach, ja. Da sind ja hier Rechtecke entstanden. Diese Rechtecke hat man zusammengezählt und das war das gleiche wie Umfang mal Höhe. Bei der Pyramide ist das jetzt leider etwas anders, denn es entstehen ja hier keine Rechtecke mehr, die senkrecht nach oben gehen. Das heißt, wir müssen hier eigentlich Dreiecke bestimmen. In dem Fall bei der quadratischen Grundfläche wäre das relativ einfach, weil ich würde viermal das gleiche Dreieck berechnen und das dann zusammenzählen. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel eine rechteckige Grundfläche habe, dann müsste ich zwei verschiedene Dreiecke berechnen und dann die Mantelfläche bestimmen. Habe ich ein Viereck ohne irgendwelche sonstigen Symmetrievorschriften, müsste ich vier solche Dreiecke berechnen, um dann die Mantelfläche zu bestimmen. Das heißt, bei der Pyramide können wir die Mantelfläche nicht mit Hilfe einer Pauschalformel berechnen. Das müssen wir jedes Mal neu ansetzen. Quasi alle diese Seiten drumherum oder alle diese Flächen drumherum einzeln zusammenzählen. Beim Quadrat können wir uns das Ganze beschleunigen, beim Rechteck vielleicht auch, aber ansonsten müssen wir uns das jedes Mal neu zusammensetzen. Worüber wir wieder Auskunft geben können, ist über die Oberfläche. Beim Prisma war das zweimal der Deckel und der Boden plus die Mantelfläche. Klar ist auch, dass bei der Pyramide nur noch einmal der Boden dabei ist, oben der Deckel fehlt. Und damit ist die Oberfläche einmal die Grundfläche plus die Mantelfläche. Das Schwierige bei dem ist, die Mantelfläche zu bestimmen, weil wir da immer uns wieder berechnen müssen oder vor Augen halten müssen, wie schwer das eigentlich ist. In der Formelsammlung findet man beides auf der Seite 57. Klar ist auch, dass man das auswendig lernen sollte. Dieses Tafelbild bitte jetzt abschreiben, heißt aber bitte auch, beide Figuren nebeneinander so zeichnen. Wenn es nicht ganz in euer Heft passt, dann macht das Ganze notfalls quer, dann geht das Ganze bestimmt rein. Das war's, bitte lernen, abschreiben und bis zum nächsten Mal.